Tubolito S-Road Fahrradschlauch. Tubolito. Ja, jetzt bin ich ein bisschen rau damit umgegangen, aber ich mich eigentlich sehr gefreut. Genau, ich habe Post bekommen, also bestellt, und wusste, dass es kommt, aber nicht wann. Und jetzt ist es endlich da. Post aus Österreich. Ich glaube aus Wien, um genau zu sein. Wahrscheinlich, ja, Wien. Hervorragend. Genau. Und zwar, was fürs Fahrrad. Wie könnte es anders sein? Ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon in der Beschreibung gelesen. Und zwar habe ich mir Tubolitos bestellt. Nicht Turbo, wobei man wahrscheinlich auch hoffentlich den Turbo zündet danach. Aber Tubo wie ja, Tube. Es geht um Reifenschläuche. Und zwar bisschen schwer rauszubekommen. Diese hier, orange, passend zu meinen Socken. Ja, soll noch einer sagen, ich kann mich nicht farblich entsprechend den Anforderungen anziehen. So, und zwar habe ich mir Tubolitos bestellt. Das ist jetzt vielleicht für einige von euch nicht neu und viele kennen es. Ich kenne es auch schon ein bisschen, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Und ich hatte immer Bock, es auszuprobieren, weil diesen Tubolitos, also diesen Reifenschläuchen, sehr viel Positives nachgesagt wird. Die sind sehr, sehr leicht. Leichter als Butylschläuche, also die klassischen, die man so kennt. Sind sogar durchsichtig. Aber sollen nicht minder qualitativ sein, hochwertig qualitativ sein im Vergleich zu normalen Mänteln. Also es soll den Druck genauso gut aushalten, soll genauso gut einen Pannenschutz haben, soll aber vom Abrollverhalten definitiv besser sein, sogar auch mindestens konkurrieren mit Tubeless, wenn nicht sogar besser sein. Und ich bin gespannt, wie es funktioniert. Man verspricht sich ein agileres Fahrverhalten. Das ist ja auch der Grund, warum ich entsprechend mir andere Mäntel aufgezogen habe, statt den klassischen. Und ein besseres Feedback seitens des Untergrunds, also dass ich quasi weiß, wie die Straße sich anfühlt, dass es nicht, sich nicht wie Rodeo anfühlt, wenn ich mal über einen Stein fahre, über eine Kurve oder über sonstige Unebenheiten, sondern dass ich entsprechend gutes Feedback habe, ein agiles Lenkverhalten habe und spüre, was das Fahrrad denn eigentlich möchte. Man sieht schon, sie sind nicht ganz orange, denn hier dieses Schwarze ist auch noch dabei. Ich habe mir die S-Road bestellt, also die nochmal leichtere Variante mit aber dem Aufsatz. Ich habe ja 40-50er Laufsätze und dementsprechend brauche ich ein längeres Ventil. Das ist jetzt die 80er Variante, also 80 Millimeter könnten entsprechend auch im Triathlon gefahren werden, wo sie auch dann unter anderem vorgesehen sind. Laut Hersteller wiegt diese Variante 25 Gramm mit Höhe 80 mm und hat eine Breite von 18 bis 28 mm. Das heißt, in einem bis zu 28 mm breiten Reifen könntet ihr diese Tubolitos fahren. Es gibt aber nicht nur den S-Road, sondern Tubolito macht die auch für entsprechende Mountainbikes und Co. Aussage ist, 80% leichter. Naja, er will nicht. 80% leichter und geringerer Rollwiderstand. Und was man auch sieht, da unten das Durchgestrichene, die sind nicht für Felgenbremsen gedacht, sondern für Scheibenbremsen. Ja, das heißt, wenn sich quasi Wärme entwickelt oder sowas, entsprechend die Disc Brake Variante, nicht die Felgenbrems Variante. Sie werben mit Light Strong Compact. Produkt aus Wien, Österreich. Da kommt das gute Stück her, direkt aus dem Headquarter. Kleiner Disclaimer, ich habe sie ein bisschen günstiger bekommen, weil ich sie testen wollte.
Und daher danke schon mal für die Produkte. Da ich aber trotzdem noch was bezahlt habe, könnt ihr euch sicher sein, es wird ein ehrliches Feedback geben. Und weil ich Bock habe, diese Dinge einzubauen, nehme ich mir jetzt ein bisschen Zeit und baue sie ein. Hab 4 Stück bestellt. Einfach, ja, ich habe einen Vorderreifen und einen Hinterreifen. Falls ich aus Versehen einen kaputt mache, habe ich dann immer noch einen Ersatz und einer kommt in die Tasche. Ja, es hängt. Und ich bin so ein bisschen stolz, weil ich habe keinen kaputt gemacht. Also ich habe einen Vorderreifen montiert und ich habe einen Hinterreifen montiert und habe nur 2 gebraucht und keinen kaputt gemacht. Das heißt, ich habe immer noch 2 zum Ersatz und einer ist schon oben drin. Hinten habe ich die 50 Disc und man sieht es hier, es schaut natürlich raus, was ich aber okay finde, weil eine 60er hätte vielleicht ein bisschen knapp werden können. Und gut, bei der 40er schaut es halt schon raus. Hier kommt dieser orange Clockwork Orange quasi raus. Da ich aber immer nur einen Ersatzschlauch dabei habe, entsprechend nur eine Ventillänge, geht es sich für mich aus. Bin wie gesagt so ein bisschen stolz, dass es funktioniert hat. Und ja, jetzt ziehe ich mich um und dann fahre ich noch eine Runde Rad. Ja, da sind die guten Stücke, beziehungsweise eins der guten Stücke. Das ist Nummer 4. Nummer 3 ist hier, entsprechend in so einer Taschentuchpackung verpackt, damit ich hinten in meiner Tasche beim Rennrad das nicht kaputt mache mit dem ganzen Werkzeug. Und was hier auch drin ist, ist ein kleines Flickenset. Besteht aus so Alkoholpads und so kleinen Stickern. Ungefähr 2 cm lang, 1 cm breit. Im Set von Tubulito kostet das 3,90 € für 5 Stück. Und warum ich euch das erzähle, ist, weil ich einen Platten hatte. Selbst verschuldet, bin nämlich über eine Glasscherbe gefahren und dann hatte ich einen Schleichplatten. Und hatte so ein bisschen Angst, ob ich den flicken kann, diesen Platten. Und ich konnte es flicken. Das hat super funktioniert. Und ich habe jetzt insgesamt knapp 500-600 Kilometer runter mit dem Setup. Bin super glücklich. Und auch seitdem er geflickt ist, hat er insgesamt das Hinterreifen nochmal 350. Und er hält. Also auch nach einer Woche oder 2 Wochen keinen wirklichen Druckverlust. Und ich muss sagen, es ist perfekte Setup. Also Baumwollkarkasse und ein Tubulito hier in der S-Road-Variante, also nochmal ein bisschen spritziger, ist super agil. Ich habe ein sehr, sehr direktes Ansprechverhalten, sehr direktes Lenkverhalten. Ich habe das Gefühl, ich merke die Straße, ich sitze besser auf dem Fahrrad und ich fahre aktuell mit 7 Bar vorne, 6,5 Bar hinten bei 68 Kilo. Würde mich freuen, falls Tubulito mir Feedback geben kann, falls ihr das Video mal sehen, ob das vom Druck her passt oder ob ich noch ein bisschen weniger oder mehr Luft brauche. Habe wirklich das Gefühl, dass ich die Straße merke und dass ich auch merke, wenn es eventuell ein bisschen rutschiger wird und bin, wie gesagt, super happy damit. Ich fahre die Disc-Brake-Variante und bin auch auf der Rolle mit der Baumwollkarkasse und den Tubulitos unterwegs. Auf der Rolle hatte ich so ein bisschen Angst, dass die Wärmeentwicklung natürlich durch den Widerstand vom Wahoo ein bisschen größer ist als auf der Straße und dass deswegen eventuell der Tubulito es nicht aushält, aber gar kein Problem bis dato.
Also auch Swift hat den Tubulito noch nicht in die Knie zwingen können. Mich hingegen schon. Aber naja. Ich finde, es ist das Geld definitiv wert. Auch dadurch, dass man es flicken kann für relativ schmalen Taler, finde ich sehr, sehr gut. Hierbei Chapeau nach Österreich. Echt ein schönes Stück. Und ich habe auch das Gefühl, dass für das Geld, was die kosten, man definitiv nicht in anderen Teilen sparen könnte. Also wenn wir jetzt sagen, wir holen einen leichteren Sattel, wäre man definitiv bei einem höheren Invest finanziell, als wenn man sich einfach zwei Tubulitos und so ein Flickenset holt. Dementsprechend sehr, sehr gutes Tuning für sehr, sehr günstiges Geld. Bin ziemlich glücklich damit und werde mir jetzt auch Tubulitos auf mein Gravelbike holen, weil ich es einfach großartig finde. Muss man doch so sagen. Also auf der Rolle funktioniert es, bei längeren Distanzen funktioniert es. Sowohl Temperaturunterschiede von kalt zu warm im Sinne von mal 10, mal 15 Grad hat er auch über die Wochen hinweg ohne Druckverlust überstanden. Bin super glücklich damit. Und Montage war auch gar kein Problem. Hatte ich zwar ein bisschen Respekt vor, aber wenn man auch sich ein bisschen Zeit nimmt, dann gehen auch entsprechend die Tubulitos nicht kaputt, wenn man den Mantel aufzieht. Toi, toi, toi. Ja, das war mein kleines Feedback. Vielen Dank nochmal für die Chance, die guten Stücke ein bisschen günstiger zu testen. Dafür kaufe ich sie jetzt nochmal entsprechend für Scramble Bike. Also es hat sich, glaube ich, gelohnt. Ich hoffe, auch für euch hat sich das Video gelohnt. Würde mich freuen, falls ihr eure Meinung zu Tubulitos in die Kommentare reinschreibt. Würde mich freuen, falls ihr abonniert, kommentiert, was anderes schaut und wir uns alsbald an dieser Stelle wiedersehen. Merci, Servus, euer Flo.